Hallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Starbound. In der letzten Folge habe ich mir hier so eine neue Rüstung gebaut. Die habe ich mir eigentlich nur gebaut, weil die Alternative dazu für mich persönlich ziemlich hässlich war und ich einfach was Besseres haben wollte. Und ich sehe gerade, wir haben noch ein paar Lebensmittel. Da habe ich eigentlich eher zufällig reingeguckt. Aber ist ganz gut, dass ich mal reingeguckt habe. Da tue ich jetzt mal alles, was mir einigermaßen wichtig ist, wieder hier da rein. Das könnte ich mal in der Mission dann essen. So, hauptsächlich tue ich das da rein, nicht weil es mir wirklich wichtig ist, sondern weil daraus will ich noch was produzieren. Und das hier sind ja schon verarbeitete Lebensmittel. Und das hier, soweit ich weiß, kann man nicht verarbeiten. Genau, in der letzten Folge haben wir Arena-Kämpfe bestritten und haben davon volle Trophäen bekommen. Und wir haben ja das hier in mein Inventar gelegt, weil ich daraus eine Rüstung produziert habe. Die brauchen wir jetzt nicht mehr alles. Also alles weg hier. Wer weiß, ob wir den Platz wirklich nochmal brauchen. Die Trophäen könnten wir uns eigentlich irgendwo hier aufbauen. Wenn wir Platz hätten. Wenn ich irgendwann mal darauf Wert gelegt hätte, dass wir Platz hier haben in unserer Bude. Haben wir nicht. Wir gehen jetzt gleich mal dahin, wo ich eigentlich hin will in dieser Folge. Nämlich in die nächste Mission. Und zwar in die... Wo ist es denn? Ich müsste... Ah, hier, Quay Temple. Das hier müsste es sein. Wir suchen jetzt das Avian-Artefakt. Und ich will gar nicht zu viel Zeit verlieren, sondern wir gehen jetzt einfach da rein und... Ja. Gucken mal. Wir hätten eine Begleitung mitnehmen können. Ah, wir haben zumindest... Wann habe ich denn den angesprochen? Okay, jetzt ist er halt bei mir. Auch nicht so schlecht. Oder ist das jetzt ein anderer Tempel? Weil ich kann mich an sowas Ähnliches erinnern. Nee. So, die Musik ist auf jeden Fall sehr schön im Hintergrund. Ich bin jetzt gerade wieder ein bisschen verwirrt. Was ich sagen wollte, so ähnlich fängt die More Dungeons Mission auch an von den Avians. Dass man hier die Wahl hat, links geht man ein bisschen schwimmen und schleicht sich sozusagen von hinten rein und rechts ist der offizielle Eingang, wo man sich einfach nur durchkämpfen muss. Ich werde es doch gleich sehen, wenn jetzt der große dicke Vogel kommt, dann ist es wahrscheinlich die Mission aus dem Vanilla-Spiel. Und ich bin jetzt schon hier so ein bisschen auf Secret-Suche, zumindest Secrets, die man normal finden kann. Okay. Ist da... Da ist eine unsichtbare... Nicht unsichtbare Wand, unsichtbare Decke. Ich habe doch hier irgendwo so eine Fähigkeit reingelegt. Gucken wir einfach mal, ob wir uns hier hochrollen können. Hier geht's. Nein? Ah, Hilfe. Wow. Oh, aufgehört mit der Rumspielerei. Da ist unser... Dingens hier. Oh, a visitor. Welcome to the temple. I'm your temple caretaker. Ja, lest selber. Unser Fremdenführer ist das hier. Und er begrüßt uns und sagt, ja, wenn wir hier bitte ihn begleiten möchten, der zeigt uns jetzt hier so eine Rundtour durch den Tempel. Sozusagen Sightseeing-Tour machen wir jetzt. Da wir in Avian sind, ist das ja durchaus relevant für uns. Zeremonielle Masken. Natürlich schauen wir uns die an. Ich finde es eigentlich ganz cool, den Humor hier. Das Zeug ist so alt, dass wir ja schon gar nicht mehr wissen, wo es eigentlich genau herkommt. Das ist ein Tempel, der bei Kluex selbst gebaut wurde. Ach ja. Ich finde es schön, wie das gemacht ist. So. Eine Statue von einem alten Avian-Krieger. Und das sind seine Speere. Er benutzt sie nicht mehr, weil, naja, er ist tot. Ich hoffe, dir hat die Tempeltour gefallen. Bitte fühl dich frei, hier umherzulaufen. Leider ist etwas kaputt hier. Ich komme selber nicht so genau mit. So, jetzt macht uns die Tür auf. Und bitte lauf nicht weiter, weil es könnte gefährlich sein. Tearing, weiß ich jetzt nicht genau, was Tearing übersetzt heißt. Wir können uns den ganzen Text, wenn das mal zu schnell geht, können wir uns auch hier nochmal angucken.
Oh, a Visitor, bla bla bla. Also ich lese mir das eh nicht durch, weil ich ungefähr weiß, um was es geht. Der macht hier eine nette kleine Tempeltour und jetzt schläft er auch schon wieder. Wir gucken uns gleich nochmal hier um, aber zuerst, dass ich das alles nicht gescannt habe. Interessant. Aber jetzt sind wir ja durch mit den Avians, deshalb scanne ich jetzt die Avian-Texte. Der einzige Grund, warum ich das immer wieder aufschiebe, ist, zu sehr besonderen Texten gibt es manchmal sehr besondere... zu sehr besonderen Objekten gibt es besondere Texte von Esther. Und da bin ich tatsächlich ein bisschen interessiert, dass ich da vielleicht was mitkriege, was sonst nicht so häufig mitbekommen wird. Okay, 23 Pixel waren hier drin, mehr nicht. Ein bisschen schade. Ich dachte, hier wäre eine Kiste, verstecktes Outfit, irgendeine lustige Pixelei oder so. Naja, 23 Pixel sind auch Pixel. So, da oben geht's dann weiter. So, ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie es hier weitergeht. Nee, der Typ ist verschwunden. Ah, der hat uns... yes, Captain. Folgst du mir jetzt wieder? Für den ist es doch auch hier. Hast du mir jetzt die Tür vor der Nase zugemacht? Ich... Ja. Wir müssen mal eine kleine Disziplinmaßnahme durchführen hier. So, hier oben geht's auch nicht weiter. Okay. Interessant. Bester Look around while Vale by sleeping dear. Der ist nicht schlafen, der ist schon längst abgehauen. Traditionell für Feuer, für Luft, für Wasser wahrscheinlich. Und für Erde. Genau. Und das ist der Mond. Und das ist eine Glitch-Totenmaske für die Glitch, dass sie uns nicht angreifen sollen. Ich finde es eigentlich ganz passend, dass der jetzt hier mit ist. Vielleicht hat er sich freiwillig hier gemeldet oder so. Hat sich heimlich eingetragen. So. Oh, ich finde den Tempel ganz schön. Ich kann das gar nicht genug genießen. Ja, der kommt schon mit. Jetzt bin ich einmal nur hier rumgegangen, um das Ding zu aktivieren, damit ich hier dann weiter kann. Das ist ja grandios. Ja, ja, der kommt schon mit, hoffe ich. So, die andere Taskleiste brauche ich wahrscheinlich in den Tempel hier sowieso nicht. Ach, wie mein lieber Telefonfehler war das wieder. Stand ich da eben nicht gerade drauf? Ja, ich stand drauf. Ah, okay. Ach, bei Berührung geht's mal kurz weg. Ich finde es ganz gut, dass wir hier die Sprungboost-Rüstung anhaben. Die ermöglicht uns vielleicht noch ein paar Sachen. Jetzt weiß ich nicht, soll ich hier... Ist das wieder so ein... Ich laufe einmal drumherum. Wow, das hat mich jetzt erschrocken. Ja, dir auch. Kann ich nicht einfach hier durch? Irgendwie... Ja, ich kann mich durchglitschen oder so. Ich erschrecke mich gerade so unnötig. Ich nehme mal hier ein bisschen Heilung mit. Und ein bisschen Licht für mich. So. Ich glaube nicht, dass ich eine echte Chance gegen Laserstrahlen habe. Ah, das ist genau so getimt. Natürlich, du kannst da durchlaufen. Mister, mir machen Laserstrahlen nichts aus. Ah. Kann ich den fangen? Ja, ich konnte ihn fangen. Cool. So einen will ich natürlich haben. Was? Das gibt jetzt keinen extra Eintrag. A Stone Temple of Guardian. Wieso gibt es das jetzt keinen extra Eintrag? Ich will, dass das bewundert wird und beachtet wird, dass ich jetzt so ein Viech gefangen habe. Egal, ich hab's trotzdem. Es geht jetzt mehr um den persönlichen Stolz. Und warum hört jetzt hier plötzlich diese Brücke auf? Ach so, das ist die Rüstung, die mir hier noch so ein bisschen extra Licht gibt. Das ist der Visor. Also ich habe hier echt eine gute Rüstung ausgewählt. Das war aber wirklich mehr Zufall für den Tempel. So, gibt es hier noch irgendein Geheimnis? Das hier sieht so aus, als könnte man draufdrücken. Ja.
Hier geht's unten ins Wasser. Da ist ein böser Fisch. Ich sag jetzt einfach mal, dass der böse ist, weil wir ihn angegriffen haben und dann ist er bestimmt nicht gut, so offen zu sprechen. Müssen wir uns hier allen Ernstes mit einer Kugel durcharbeiten? Ich will hier wissen, was es zu finden gibt. Gar nichts. Sehr schön. Muss es doch irgendwas geben. Da ist was. Da sind Grabmäler. Da ist ein Buch, das wir jetzt nicht lesen können, weil wir angegriffen werden von Killer-Skorpionen. Ein bisschen was essen. Mal das Ding zu mir nehmen. Was haben wir denn noch an Nahrungsmitteln? Wir haben wieder Fleisch. Und wir haben diesen Spooky Pie, den könnten wir auch mal irgendwann essen. Aber nicht jetzt. So, hier haben wir schon reingeguckt. Hm, da oben. Obwohl, ich glaube da... Moment mal. Da kamen wahrscheinlich nur die Skorpione raus. Die uns Tempelräuber... hier dingens wollten. Ah, jetzt bin ich einmal rum. Und damit es jetzt nicht so anstrengend wird... Wisst du was? Ach doch, ich mach das jetzt nochmal. Ich habe ja noch den Heilbuff. Und so schlimm war es eigentlich auch nicht. Jetzt weiß ich ja, wo es lang geht. Und ich weiß, dass mein Kollege hier einfach mal immun gegen Laserstrahlen ist. Vielleicht, weil er ein Wissenschaftler ist. Wissenschaftler arbeiten auch ständig mit Laserstrahlen. Zumindest mache ich das auf Arbeit. Wenn ich mal endlich wieder eine Arbeit bekäme, würde ich auch wieder mit Laserstrahlen arbeiten. So... Ah, okay. Mhm. Da hinten, das hat man jetzt rausgefunden. Da war jetzt nichts weiter. Einmal drumherum und fertig. Also geht's jetzt hier weiter. Da ist... Das können wir eigentlich überspringen einfach. So, den habe ich mir aus Versehen getötet, als das wirklich Absicht war. So, jetzt gibt es schon wieder zwei Wege, aber es gibt eigentlich nur einen. So. Looks like you have the choice between left or right. I said go back home, if you ask me. If life was that simple. Okay, also wenn das Leben einfach wäre, dann gehe ich einfach nach Hause. Nee. Macht man natürlich nicht. Das hier ist Erde. Das ist Wasser und das ist Feuer. Wasser oder Feuer? Das ist eigentlich so eine Sache, da müsste man wahrscheinlich zweimal durch den Tempel. Ich gehe einfach Feuer, weil Feuer viel spektakulärer. I hate fire. Naja, das ist dein Problem. Das ist alles nicht so klug, was ich hier mache. Einfach durchlaufen. Hätte ich jetzt überhaupt da lang gehen können? Ich glaube, ich muss erstmal sowieso hier durch. So, jetzt habe ich hier auf. Ah, ich habe das Feuer ausgeschalten. Das ist sehr schön. Und jetzt sind auch die Türen hier offen. Einfach mal mutig sein und hier durchgehen. Aber hier ist ein Schalter. Ich wette, da muss ich mal ganz kurz draufdrücken. Okay, der Feuerschaden ist hier. Ist überlebbar, nenne ich es mal. Eine neue Notiz. Lese ich mir eh nicht wirklich durch. Müsste dann halt selber mal nachgucken. So, da unten ist wahrscheinlich nur das. Ne, ich will jetzt den haben. Wo ist mein Wissenschaftler-Typ hin? Wo ist mein Kollege? Natürlich geht's hier so weiter. Boah, was wundere ich mich überhaupt? Machen wir das da. Ich muss natürlich hier lang. Ich ahne, wo das hinführt. Hören die dann auch irgendwann auf? Nee.
Hoppla, hoppla, hoppla. Also das ist was, wo man hätte schnell sein müssen. Kann ich dann nochmal probieren? Ich will da das Zeugs haben. Jetzt muss ich den ganzen Feuerweg nochmal laufen? Nö. Guck ich mal lieber, ob die Laserstrahlen sich jetzt beruhigt haben und dann... Es sieht gut aus, es sieht dunkel aus. Schnell die Kiste, take it all. So, der Rest war eh nicht zum Looten. Jetzt habe ich diese tolle Hasenmaske. Da muss ich die natürlich auch anziehen. Was steht denn zur Hasenmaske? Looks like a bunny with this mask. Ich glaube, in der Mythik der Avians waren Hasen diejenigen, die einen ins Totenreich begleiten. Oder so. Deswegen sind die so auf Bunnies aus. So, ich habe dich schon mehrfach besiegt. Ja, keine Angst. Wieso schmeiße ich jetzt einen Pokéball? Ach so, weil ich dachte, ich habe diese Leiste an und ich wollte hier noch zusätzlich einen Heilungsbuff haben. Nee, ja, es wird bald schlecht. Also, essen wir das doch mal. Zusätzliche Heilung kann nie schaden. So, ich glaube, dass dir es vielleicht der Weg immer genommen hätten, wenn wir vom Wasser kämen. Ist nur so eine Vermutung. So. Das da sieht gefährlich aus. Aber es tut noch nichts. Doch, es tut was. Kann ich das fangen? Ich will alles fangen. Schnappst du die alle? Achso, hier. Heilungsbuff. Hören die Skorpione irgendwann mal auf, da rauszuspawnen? So. Mal noch draufhauen. Wie macht man das jetzt? Den minimal Energie abzuziehen? Mit denen hier vielleicht. Na, schade. Oh. Ja, klar. Oh, there are you. I'm so relieved that you're safe. Bla bla bla. Er ist glücklich, dass er mich wieder sieht. Er weiß ja, dass der Tempel gefährlich ist. Und ist sich sicher, wir finden einen Weg hier wieder raus. So. Und ich bin hier zu klein, um durchzupassen. Du hast dich gerade geduckt, um die Tür aufzumachen. Aber dich ducken und hier durchkriechen, das kannst du nicht. Ja, dann... Tut mir irgendwie leid für dich. Ich würde gern wissen, wo du eigentlich hergekommen bist. Interessant. Schaffe ich das mit... Ja, ich habe es geschafft. Okay. So, wir brauchen dich nicht. Ah, und jetzt hier kommen Fledermäuse. In verschiedenen Farben. Interessant. Ich dachte, das kennen wir durch Freaking Universe. Dass die Fledermäuse jetzt unterschiedliche Dinger, unterschiedliche Farben hätten. Ja, Farben sind Dinger. Aber ich glaube, ich habe schon welche gefangen, oder? Bin mir jetzt nicht so sicher. Jetzt auch erstmal kein Geheimnis hier. So. War's erstmal. Den da hatte ich schon. Ja. Oh, hat mich meine ganzen Pokébälle weggeschmissen? Ich glaube, einer. Was ist denn überhaupt mit dem hier? Ja, wir benutzen ihre eigenen Waffen gegen sie. So, du bist jetzt meine. Höre auf deinen neuen Master.
Natürlich. So, wo ist mein Kumpel? Ach, der hängt da fest. Gehen wir mal hier drauf. Oh, ist das so ein Ding, wo ich jemanden brauche? Ah, nee, das ist so ein... Also hier ist das erste, weil das stehen bleibt. So ein Rätsel ist das. Ich dachte jetzt gerade, hier müssen vier Leute gleichzeitig irgendwie stehen bleiben. Natürlich mache ich die maximale Anzahl an Fehlern bei sowas. So. Und unsere Belohnung ist eine Phönixmaske. Oder Phönix-Zirkel? Ich weiß gerade nicht, wie das übersetzt heißt. Diadem oder sowas in der Richtung vielleicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt Phönix. Und das hier sieht viel wertvoller aus. Nehmen wir gerne mit. Oh, das erste Meta-Manipulator-Modul in diesem Tempel. Hätte ich es gedacht, es käme mehr. Vielleicht. Jetzt müssen wir hier runter. Ins Laserstrahlland. Geh hier runter! Mein Gott. Ja, ich dachte, ich könnte jetzt hier so runtergehen. Ah. Hier. Registriere meinen Spielfortschritt. Bitte. Ah, hier kommen eh nicht hoch. Können wir noch irgendwie hier reingucken? Mit der Taschenlampe vielleicht? Oder mit dem Ding? Nicht wirklich. Jetzt hier unten zu sehen. Ah, okay. Ah, okay, ich muss da runter, weil das hier... Also dann... Hier sind keine Kisten oder sowas. Es ist so billig. Aber die haben es nicht anders verdient. Die sind böse, deswegen haben sie keinen ernsthaften Kampf verdient. Obwohl, vielleicht hätte man auch eine Chance gehabt im echten Kampf gegen die. Okay, das hier wäre der normale Weg gewesen. Aber der ist verschüttet, weil das Ding schon 100.000 Jahre alt ist. Mindestens. Und da ist Kluex, unsere allmächtige Gottheit. Als Avian müssten wir ihn eigentlich preisen, aber... Das machen wir natürlich nicht. Vielleicht hat sich unser Forscher auch zurückgezogen, weil er das hier für wie heißt das böse Wort? Ach, das ist unser! Genau, er kämpft jetzt gegen seinen eigenen Chef hier. Und tot. Ah ne, das ist bloß die erste Stufe gewesen. Ja, wir bekämpfen den Feuergott mit Feuer. Eigentlich hat er das verdient. Ah, jetzt ist unser Diener wahrscheinlich tot. Noch ein bisschen hier. So, das war der mächtige Gott. Kluex. War jetzt gar nicht so mächtig. Aber sind wir jetzt Gott? Ich glaube, wir sind jetzt Gott. I see you were up to the whole time. Okay. You, we have served Luix means and we couldn't Gott, bla bla bla. Please let him. Okay. Hat er jetzt irgendwas dazu gesagt, dass wir dieses große Bluex-Statue-Mechanik da kaputt gemacht haben. You simply couldn't this far without his favor and guidance. Achso, wir hätten niemals kommen können, wenn wir nicht Bluex auf unserer Seite gehabt hätten. Das kann durchaus sein, dass der echte Bluex auf unserer Seite ist. Und wir sind hier einfach nur ja. Das ist einfach nur eine Statue. Achso, können wir das Ding scannen? Looks like it was made for something. Okay.
werden das Ding scannen sollen, bevor wir da das Ding wegnehmen. Desert Expedition. Ach, das. Ein schönes altes Buch und Diamanten und eine Waffe, die wir garantiert nicht brauchen. Der Speer ist einigermaßen in unserem Levelbereich. Also wir kommen jetzt in dem Bereich, wo unser Speer, den wir schon die ganze Zeit mit uns schleppen, jetzt so nach und nach überholt wird von den Vanilla-Sachen. Aber war eine schöne Mission. Könnte man eigentlich nochmal machen mit dem Wasserweg. Habe ich aber jetzt ehrlich gesagt wenig Lust dazu. Ich bin froh, dass wir es bis hierhin geschafft haben. Wir kehren zurück zu Esther und erzählen ihr von unserem Erfolg. Und geben das Artefakt ab. Jetzt bist du wieder... Der war wirklich unterwegs irgendwo weg. Vielleicht habe ich ihn aus Versehen angeklickt und gesagt, warte hier. Vielleicht hat er aber auch gesagt, nö, bist du was? Das sind dann böse Monster. Ich verzichte mal darauf, dich zu unterstützen. Was hast denn du jetzt eigentlich zu sagen? Have a blessing. Ja. Okay. Und jetzt haben wir noch ein hier Dingens bekommen, eine Errungenschaft. Another artifact in place. We are getting the Steadley Bell done. Und das müsste jetzt das rote Dingens sein. Und der nächste Planet, die nächste Rasse, die wir untersuchen müssen, sind die Apex. Sollte eigentlich relativ schnell gehen. Ah, und jetzt haben wir hier auch die nächste Mission von unserer Tante hier. Help a Blessing. Okay, da kriegen wir zurzeit keine Blessings. Wir könnten das hier noch schnell machen. Obwohl, das wird nicht schnell gehen. Es ist auch ein guter Abschluss für die Folge, würde ich jetzt sagen. So, und da das halt der Abschluss der Folge ist, sage ich halt Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.